Banaru waren das mit dem ersten Sommerhit-Anwärter für 2005 in Sachen Einprägsamkeit. Ist Dubi Dam Dam jedenfalls mit Sicherheit nicht zu toppen. Und ich kann euch unseren persönlichen Favoriten für den Strand-Ghetto-Blaster, das Cabrio und die allabendliche Poolparty bei Mama und Papa im Garten oder im Freibad präsentieren. Und er kommt erstaunlicherweise von Gwen Stefani. Kein Wunder. Miss Stefani hatte nämlich die absoluten Soundexperten an ihrer Seite, das Duo mit den besten Beats der ganzen Milchstraße. Pharrell Williams und Chad Hugo, auch bekannt als die Neptunes, in den USA stehen die drei schon auf der 1 mit Hollaback Girl. Letztens bei 17 spielen wir das neue Lied von Shakira und eine Zuschauerin hat sich auf einmal sehr, sehr erschrocken und gesagt, ich dachte, die wäre tot. Nee, ist sie nicht. Kann ich nochmal alle beruhigen zu Hause. Shakira lebt und wie? Und der Beweis hier drin in der Viva Bums, denn zum Wochenende empfehle ich euch ja nicht immer nur fernzuschauen, sondern auch mal was zu lesen. Und jetzt muss ich zugeben, es gibt noch andere Dinge außer der Viva Bums, die es sich in die Hand zu nehmen lohnt. Zum Beispiel Galore, das neue Interview-Magazin. Diesen Monat schon alleine wegen der 6 Seiten, auf denen Farin Urlaub von den Ärzten sein Innerstes nach außen kehrt, wie man so schön sagt. Und da sagt er ziemlich viele, ziemlich richtige Sachen. Zum Beispiel, ich jongliere mit Worten, das ist mein persönlicher Erziehungsauftrag. Stimmt, macht er jetzt nämlich gleich auch wieder. Zum Beispiel, wenn er als 5473. Mensch das Paradoxon der menschlichen Existenz in Worte fasst. Das Glück ist immer da, wo du nicht bist. Du willst immer das, was du nicht kriegst. Recht hat er. Farin Urlaub, der Mann mit dem bescheuertsten Namen seit Kai Pflaume, mit Porzellan. Es war mir wie immer eine Ehre und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Neu. Aber jetzt erstmal auf Wiedersehen bei Neu.